Der Wunschhase. Es waren einmal zwei Hasen, das waren so richtige Angsthasen. Sie hatten vor allem Angst. Das begann schon am Morgen, wenn sie aufwachten. Hoffentlich regnet es heute nicht. Das war das Erste, was sie zueinander sagten, noch vor Guten Morgen. Denn sie fürchteten sich vor dem Blitz und dem Donner und dem Wasser. War aber der Himmel klar und blau und stand wirklich und wahrhaftig kein Regen zu erwarten, so sagten sie, hoffentlich wird es heute nicht zu heiß. Denn sie fürchteten, dass sie großen Durst bekommen könnten und zum Weiher hoppeln müssten, wo sie der Fuchs leicht erwischen könnte. Solche Angsthasen waren das. Dabei hatten sie wirklich keinen Grund zur Angst. Sie lebten in einem riesengroßen, saftigen, grünen Kleefeld, hatten Futter genug. Zudem gab es in dieser Gegend selten Gewitter. Die Sonne schien auch nie zu heiß, sondern gerade richtig warm, hell. Und der Fuchs hatte sich noch kein einziges Mal blicken lassen. Aber wie das im Leben eben ist, wenn man dauernd Angst hat, wird man auch vom Unglück verfolgt. Und das Unglück tauchte eines Tages in der Gestalt eines wilden Luchses auf, der schnüffelnd durch das Kleefeld schlich. Ich rieche Hasen, sagte der Luchs zu sich selber. Und da hatte er richtig gerochen, denn die beiden Angsthasen saßen nicht weit von ihm im Klee und überlegten gerade, wovor sie sich heute fürchten könnten. Sie hatten aber Glück im Unglück, denn sie bemerkten den schleichenden Luchs gerade noch rechtzeitig, um Reis ausnehmen zu können. Und sie liefen und liefen, und der Luchs sprang hinter ihnen her, leckte sich die Lippen, weil ihm vor lauter Appetit das Wasser im Mund zusammenlief. Er war wirklich ein äußerst wildes Tier, dieser Luchs. Doch dass Hasen ganz, ganz schnell laufen können, das weiß ja jedes Kind. Und die beiden Angsthasen, die liefen noch viel schneller als schnell. Denn sie hatten furchtbare Angst. Und wer furchtbare Angst hat, den holt fast niemand ein. Aber der Luchs, der war auch nicht gerade langsam. Zudem war er ein wirklich schrecklich wilder Luchs. Und wer schrecklich wild ist, der kann ebenfalls schneller als schnell laufen. So war das. Doch eins konnte der Luchs nicht: Haken schlagen. Und das wiederum konnten die Hasen. Sie schlugen Linkshaken, Rechtshaken, dass es nur so staubte. Und der Luchs blieb immer weiter zurück. Da kamen die Hasen in einen großen Wald. In diesem Wald rannten sie hinein, immer tiefer und tiefer und tiefer. Sie liefen stundenlang, blieben kein einziges Mal stehen und schauten sich kein einziges Mal um. Der Luchs war weit hinter ihnen zurückgeblieben. Aber er hatte die Spur der Hasen aufgenommen, nämlich mit seiner feinen Nase. Und auf seine Nase konnte er sich verlassen. Da konnten die Hasen noch so weit weglaufen. Wenn er die Spur hatte, so würde er sie finden. Und wenn sie bis ans Ende der Welt laufen wollten. Wie der Fuchs, der Luchs so durch den Wald schnüffelte, traf er den Fuchs. Guten Tag, Gevatter Luchs, grüßte ihn der Fuchs. Was machst du da? Verfolgst du etwa eine leckere Beute? Ivo, wie kommst du denn da drauf? Erwiderte der Luchs, der nicht wollte, dass der Fuchs mit ihm ging, denn in diesem Fall hätte er die Beute teilen müssen. Und das wollte er nicht. Das wollte er ganz und gar nicht. Und deswegen log er, so gut er könnte. Ich schnüffle nur eben so herum, sagte der Luchs. Die Erde riecht heute so gut. Im Lügen war der Luchs nie gut gewesen. Dafür war er viel zu wild.
Und der Fuchs, der wusste, dass der Luchs schlecht log. Aber er tat so, als ob er ihm glaubte, denn er wusste, wie schnell der wilde Luchs wild werden konnte, und er verabschiedete sich und ging seiner Wege. Der schlaue Fuchs ging natürlich nicht weit, gerade nur so weit, dass ihn der Luchs nicht mehr sehen konnte. Hinter den Bäumen verborgen, folgte er ihm, denn er wusste, dass der Luchs eine fette Beute verfolgte. Die Hasen liefen inzwischen immer noch durch den Wald. Denen ging so schnell die Puste nicht aus. Sollen sie ruhig weiterrennen? Wir schauen schnell zum anderen Ende des Waldes, dorthin, wo die beiden Angsthasen bald herauskommen werden. Dort war ein schönes Land, sumpfig zwar, mit vielen Weihern und Tümpeln, mit Schilf und Weiden, aber wundervoll still und friedlich. Und dort lebte ein einzelner Hase. Der war ganz anders als die beiden Angsthasen. Er hatte noch nie Angst gehabt. Er wusste zwar, dass es so etwas wie Angst gab, aber er verschwendete keinen Gedanken an furchterregende Dinge und deswegen gab es sie für ihn auch nicht. Dieser Hase war ein Wunschhase. Alles, was er sich wünschte, ging in Erfüllung. Sowas gibt es nicht, sagst du? Doch, das gibt es. Der Wunschhase wünschte sich nämlich nur solche Sachen, die er bereits hatte. Und er hatte so gut wie nichts. Er wünschte sich auch nicht mehr als so gut wie nichts. Und deswegen gingen ihm alle Wünsche in Erfüllung. Wenn zum Beispiel der Wunschhase am Morgen aufwachte und der Tag war düster und bewölkt, so sagte er sich, ach, wie schön sind doch diese schweren, dunklen Wolken. Sie sehen aus, als ob sie eine schwere Last trügen und sich auf die Erde legen wollten, um auszuruhen. Oder überraschte den Wunschhasen der Regen, so sagte er sich, ach, wie die Regentropfen auf meinen Rücken prasseln und wie nass doch das Wasser ist, ganz anders als die trockene Sonne. Das ist auch schön. Es war gut, das zu erleben. Einmal kam der Wunschhase auf einem seiner Spaziergänge zu einem hohlen Baum. Als er den Baum sah, wusste er, dass wieder ein Wunsch in Erfüllung gegangen war, nämlich eine Wohnung zu haben. Und der hohle Baum war wie geschaffen dazu, darin zu wohnen. Zu diesem Tier kamen die zwei Angsthasen, als sie den Wald durchquert hatten. Sie waren wirklich fix und fertig, als sie beim Baumhaus des Wunschhasen ankamen. 4 ganze Stunden waren sie gelaufen und die Angst vor dem Luchs steckte ihn immer noch in den Gliedern. Der Wunschhase saß vor seinem hohlen Baum und begrüßte sie sehr herzlich. »Willkommen«, rief er, »da freue ich mich aber sehr, dass mich jemand besucht.« »Wir werden vom wilden Luchs verfolgt«, riefen die beiden Angsthasen. »Er ist uns dicht auf den Fersen, verstecke uns, versteckungsfremder Hase, sonst werden wir gefressen.« Aber, sagte der Wunschhase, so schlimm wird's doch nicht sein. Kommt in mein Baumhaus, stärkt euch mit Karotten, ihr seht ja auch furchtbar müde aus. Die Angsthasen schlüpften sofort in den hohen Baum, krochen in die tiefsten Winkel und verhielten sich mucksmäuschenstill. Inzwischen war der wilde Luchs aus dem Wald aufgetaucht und folgte schnüffelnd der Hasenspur, die ihn direkt zu dem Baum führte. Und auch der Fuchs erschien dicht hinter ihm. Er verbarg sich nun nicht mehr, denn er ahnte, dass der Luchs seine Beute gefunden hatte. Und was machte der Wunschhase? Der saß seelenruhig vor seinem Baumhaus und sah mit großem Interesse zu, wie sich der Luchs näher schlich. Der Luchs
hatte den Wunschhasen ebenfalls gesehen und er hatte erwartet, dass der Hase aufspringen und davonlaufen würde. Aber der Hase lief nicht weg. Der blieb sitzen, obwohl er ihn schon gesehen hatte. Das verwundert den Luchs so sehr, dass er unvermittelt stehen blieb und den Wunschhasen verblüfft beäugte. Der Fuchs hatte den Hasen auch gesehen und er war ebenso verwundert. »Du, Luchs«, sagte er, »schau mal, der Hase dort, der läuft gar nicht weg. Da stimmt etwas nicht.« »Ja, sagte der Luchs nachdenklich, »so was habe ich noch nicht erlebt, sehr seltsam.« »Tag, Luchs, grüß dich, Fuchs«, rief der Wunschhase, »kommt doch näher, damit ich euch beide besser sehen kann.« »Bleib bloß hier«, raunte der Fuchs dem Luchs ins Ohr. »Der will uns hinters Licht führen. Siehst du den hohlen Baum hinter ihm? Ich will sofort meinen Pelz verkaufen, wenn dort drin nicht etwas ganz Schreckliches auf uns lauert.« »Du hast recht«, erwiderte der Luchs. »Der Hase hat überhaupt keine Angst. Das stinkt mir verdammt nach einer Falle.« »Was ist? Kommt er nun wieder?«, rief der Wunschhase. Nein, danke«, rief der Luchs zurück. »Wir haben leider gar keine Zeit. Wir sind bloß auf der Durchreise. Wir suchen zwei Hasen. Hast du sie vielleicht vorbeikommen sehen?« »Oh ja«, rief der Wunschhase, »die sind hier in meinem Baumhaus. Aber komm doch näher, ich verstehe dich so schlecht.« »Hast du das gehört?«, flüsterte der Fuchs aufgeregt. »Das ist der Beweis. Wenn die zwei Hasen tatsächlich dort drin wären, dann würde der das nie zugeben. Komm, machen wir, dass wir weiterkommen. Hier ist es nicht geheuer.« »Ja«, sagte der Luchs, der plötzlich seine ganze Wildheit verloren hatte. »Gehen wir.« Und sie kehrten auf der Stelle um und liefen in den Wald zurück. »Also, Fuchs, das eine muss ich dir schon sagen«, sagte der Luchs, als sie weit genug waren. »Du bist zwar ein Lügner und Betrüger und ein mieser Kerl, aber du bist auch das schlaueste Tier, das mir je untergekommen ist.« »Danke«, sagte der Fuchs geschmeichelt. Und sie gaben sich die Pfoten und gingen auseinander, jeder in eine andere Richtung. Die beiden Angsthasen aber, die blieben bei dem Wunschhasen, in jenem schönen Land, das zwar sumpfig ist, aber friedlich und still. Und als der Sommer vorüber war, waren sie ebenfalls Wunschhasen geworden.